Großer Bahnhof in der Magdeburger Johanniskirche. Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg lud am 28. Oktober 2017 zur Ehrung der prüfungsbesten Auszubildenden ihres Kammerbezirks ein. Schon zum 26. Mal honorierte die IHK damit die Prüflinge, eingeleitet durch die Grußworte von IHK-Präsident Klaus Olbricht. Er beschrieb den beruflichen Erfolg, der auf die jungen Leute wartet, als Dach eines Hauses, gestützt von den Säulen Wissen und Können. Das Fundament jedoch, auf dem diese beiden Erfolgsfaktoren, auf dem diese beiden Säulen ruhen, lässt sich nicht vermitteln, sondern liegt in der Person, in ihrer Person des Einzelnen begründet. Das beste Wissen und das ausgefeilteste Können sind nutzlos, wenn der Wille fehlt, die Kombination aus beidem zu vollbringen. Aus diesem Grund ist der Wille, die richtige Einstellung und die Motivation, die Leistung zu erbringen, der entscheidende Erfolgsfaktor der beruflichen Existenz. Beruflicher Erfolg setzt voraus, überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden. Und auch, wenn es manchmal anders scheinen mag, nach Abschluss der eigenen Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden, ist laut Petra Grimm-Benne, Sachsen-Anhaltsministerin für Arbeit, Soziales und Integration, gar nicht so unwahrscheinlich. Wir haben in Sachsen-Anhalt die höchste Übernahmequote Deutschlands. 8 von 10 Absolventinnen und Absolventen werden vom Ausbildungsbetrieb übernommen. Klappt es dort nicht, stehen aufgrund des Fachkräftebedarfs viele andere Türen offen. Auch haben sich die Vorzeichen auf dem Ausbildungsmarkt in den letzten Jahren komplett gedreht. Mittlerweile haben wir mehr angebotene Ausbildungsstellen als Bewerbende. Und für Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, gibt es nun viele Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung. Erst standen aber die Ehrungen an. Musikalisch umrahmt vom Musikertrio Les Soleils wurden insgesamt 23 Damen und 45 Herren geehrt. Sie waren die besten Absolventen des Kammerbezirks in ihren Ausbildungsberufen, die besten 68 von insgesamt 3.626 Absolventen. Besonders stachen zwei junge Damen heraus. Zum einen Stefanie Thalmann. Die gelernte Verkäuferin schaffte mit 97,1 von 100 Punkten in diesem Jahr das beste Prüfungsergebnis. Die gelernte Biologielaborantin Stefanie Hillert hat in ihrem Fach nicht nur Kammer, sondern bundesweit das beste Ergebnis erreicht und wird dafür am 4. Dezember bei der nationalen Bestenehrung in Berlin geehrt werden. Die duale Ausbildung als deutsches Erfolgsmodell steht dabei immer im Vordergrund. Da sollte man nicht vergessen, dass man auch ein Studium mit der Ausbildung koppeln kann. Ich habe als dualer Student die Ausbildung angefangen. Das heißt, ich bin jetzt noch parallel in Hannover beim Studieren. Und das läuft auch so vor sich hin. Ich bin jetzt im 4. Semester und werde dann voraussichtlich mit Bachelor übernommen. Lukas Elz war bester Elektroniker für Betriebstechnik, ausgebildet bei der Avacon Netz GmbH in Krottdorf. Im Rahmen dieser Veranstaltung kein unbekanntes Unternehmen, denn die Avacon Netz GmbH war im letzten Jahr einer der Preisträger des Bildungspreises der IHK. Mit ihm ehrt die Kammer Unternehmen, die sich in besonderem Maße in der Berufsorientierung und in der Aus- und Weiterbildung verdient gemacht haben. In diesem Jahr ging der Preis an 9 Unternehmen aus dem Kammerbezirk, unter anderem an die Stern Auto Management GmbH aus Magdeburg. Erstmalig wurden in diesem Jahr Unternehmen geehrt, die sich für grenzüberschreitende Mobilität in der Ausbildung eingesetzt haben. Sowohl die Regiocom GmbH als auch die Vilo SE haben so ihren Auszubildenden Auslandsaufenthalte ermöglicht. All das hilft sicherlich bei der Persönlichkeitsentwicklung. Für die Prüfungsvorbereitung sind aber andere Qualitäten gefragt. Deswegen hier jetzt die Tipps einer Bundesbesten. Ich habe mich langfristig darauf vorbereitet. Ich habe schon sehr früh angefangen und habe dann halt wirklich immer Schritt für Schritt jeden Tag ein bisschen gelernt, habe viel dann auch wiederholt und ja, das ist halt auch wirklich der Tipp, dass man frühzeitig anfängt, immer wieder viel wiederholt und dann auch viel mit diesen Prüfungen, Aufgaben dann arbeitet.